Herzlich willkommen zur Verwaltungsvorgabekarte Immo Thüringen 2.0 Version 2.000. Also 4.0. Wir ernten aktuell unseren Hafer. Alles zum Verkauf. Immer lagern wir es ein. Und dann, wenn der Preis passt, zum Frühjahr wird es verkauft. Jetzt, fahren wir unseren Hafer nachher ins Lager. Aber zuerst fahren wir mal nochmal einmal den Drescher leer. Der ist, wo steckt der? Wo er sich versteckt? Gibt ein Zeichen. Ich kann nicht erkennen. Ich werde nicht sehen. Aber der ist schon bald wieder voll. Müssen aber gleich zu sehen sein, normalerweise. Den linken sehen wir schon. Da rechts, ja. Ja, da sind die Einstellungen ein bisschen reduziert, dass mir die FPS weiter nicht zu schlecht sind. Was ich persönlich nicht verstehe, die Grafikkarte wird nicht ausgelastet. Aber gut, das ist halt so, ne? Performance-technisch ist mir weit, wo Luft da oben haben, ne? Besonders für den Prozessor. Wenn der mehrere Kerne nutzen würde, dann wäre das schon anders. Das ist ein großes Manko, was spätestens zum 21er gelöst werden müsste, weil ja im Grunde die Anforderungen immer höher werden. Ne? Bessere Grafik, mehr Leistung von den Geräten her, mehr Bodentexturen oder bessere Strukturen oder man kann da wahrscheinlich auch einsinken im Boden, keine Ahnung. Das alles muss berechnet werden und da braucht man halt die Berechnung auf mehrere Kerne verteilen. Sonst braucht man da gar nicht anfangen mit Erweiterung in der Beziehung. Ne? Aber wer weiß, was da kommt. Lass uns überraschen. Ist ja noch ein Jahr hin. So, jetzt haben wir den gleich der anders bei 400%. Das ist typisch. Die sprechen sich immer wieder ab, die Burschen. Aber das macht ja nichts. Beim Erden, da klappt besser wie beim Mais. Weil das ist irgendwie einfach zu berechnen. Wenn der Mais gelagert werden würde in einen separaten Anhänger, wie es einen Mod gibt, wo der Anhänger hinten dran hängt und der Anhänger nur einen Anhänger abladen würde, dann wird es besser gehen. Aber theoretisch. Alles die Fahrzeuge sind da so. Ne? Aber wie gesagt, wenn ein Mensch das lenkt, das ist ganz anders wie eine Maschine das macht oder eine künstliche Intelligenz. So, jetzt müssen wir dann gleich unseren Deutz aktivieren. Weil der will ja auch Arbeit haben, ne? Der muss ja auch die Runde fahren. Der muss ja auch fast voll werden mit unseren. Brauchen wir einen zweiten normalerweise. Weil Getreide ist ein bisschen mehr als Raps oder Soja, ne? Also von der Menge her. Mais wäre noch verrückter, das ist noch mehr. Aber jetzt, wo wir die Runde schon rumgefahren haben, im Prinzip, können wir jetzt ein bisschen mehr abkürzen als. So, das ist unser Deutz. Hier müssen wir das Ding ausfahren. Das heißt, wir werden mal. Das geht damit nicht.
aber mit der Maus. Muss ich mal schauen, dass nicht, dass er nicht gegen LKW fährt, ne? Weil der Anhänger so hoch ist wieder. Ist auch ein Thema für sich. Müssen wir sehen, wie die Plane aufmachen. So, dann wieder aufsteigen, nicht loswecken. Wenn er gleich loszieht, dann ist das Problem. Dann fährt er leer los. Ah, das klappt da ganz gut. Dann können wir den doch gleich losschicken. Ich habe, glaube ich, den Kurs aktiviert. Ja, ist gut. Wir müssen nur schauen, dass er am Startpunkt und irgendwo muss ich mal einstellen, Hafer. Befüllung Weizen. Klingt verrückt, aber irgendwie muss ich das so machen. Sonst spinnt er. Und da fahren wir auch mit, weil ich traue dem Fried nicht ganz so. Ja, dass er eine Runde ohne Ablahn fährt. Beziehungsweise, was ist nun los? Können wir nicht warten mit ein paar Prozenten. Seine Deutsch ist ziemlich schnell als Traktor. Hoffe, dass er nicht so rutscht wie der LKW. Na, schauen wir. Hier haben wir noch zwei Felder hier. Aber das macht nichts, dann kriegen wir auch noch eine Reihe. Irgendwann. Da stimmt ja, wir haben noch viele dazu gekommen. Das läuft ganz gut. Das wird sich über die Kurve und dann wird gemeistert. Gar nicht rutschen. Ich gehe dann in die nächste Kurve und da geht reduziert die Geschwindigkeit, das passt. Ich habe hier alles mit Einbahnstraßen gemacht. Und auch mit Foreplay, wenn da mal sein sollte, hat die sich nicht in die Quere kommen. Falls mal zwei Fahrzeuge fahren würden. Wenn es notwendig wäre, würde ich es machen. Ne? Denn es wäre super geil, wenn zwei Fahrzeuge so gegen kommen und an sich. Wenn die ausweichen können, weil die Strecken das einfach nicht hergehen. Also, weil die Straßen hier eigentlich sehr schmal sind. Das ist halt so. Und im Realleben wäre das so, die würden alle in der Mitte fahren und dann, wenn die entgegenkommen, mit einer ausweichen. Und das macht hier mit Kurzweg oder Ausreif kein LKW oder Faktor, die ausweichen von alleine. Das können die einfach nicht. Das kann man nicht, also kann man, ich denke mal nicht, das kann man nicht berechnen. Dass sie von der Straße entsprechend runterfahren, beide, und sich entsprechend Platz machen. Das ist daran, glaube ich, nicht. Deswegen Einbahnstraßensystem. In dem Fall, so eine Straße muss der Einbahnstraße haben. Ne? Wirst du nicht glücklich, wenn du zwei, drei Fahrzeuge fahren lässt. Und dann irgendwo treffen sie garantiert. Und sobald du, je mehr du hast, umso höher ist das Handicap. Ne? Deswegen habe ich auch hier vorne ein bisschen angeglichen. In meinen so runterfahren, das ist nicht so ganz so tragisch. Und noch eine kleine Kante ist, aber ja, dann bin ich. Ich klappt schon mit zwei Treffer. Das macht keinen Stress, dann kriegen wir hin. Und denk mal, wenn wir mit Ball machen und die 38 zur Wiese machen und zweimal im Jahr Gras ernten, dann werden wir genauso viel ernten wie Mais. Man muss sich immer ungefähr die Zahl merken, wenn wir jetzt fertig haben. Und wenn wir jetzt mal rund 4 Millionen wenn wir haben, was wir dann Gras kriegen würden, ob wir dann nicht sogar mehr haben werden. Ne? Also,
Und kühles sogar Gras lieber als Mais. Aber für die BGH ist das im Grunde völlig egal. Aber der Arbeitsaufwand mit alleine ist mit Gras weniger als mit Mais. 13 ist fertig. Das ist super. Wenn wir so viel Geld verdienen. Weil die Mietfahrzeuge kosten ja auch Geld. Also wird man dazu sagen, also Mieten ist ein teurer Spaß, wenn du mehrere Fahrzeuge hast. Ne? Besonders dann, wenn das feigelt. Ne? Also wenn es nicht klappt. Wenn es so will, wie es soll. Und dann dauert es länger als geplant. Das ist dann schlecht, weil dann die Kosten steigen. Ne? Und hier ziemlich schnell. Aber da packt das. Den LKW hat es garantiert nicht geklappt. Das gleiche noch ist. Der wäre garantiert ausgebrochen, links oder rechts. Also das ist das Problem. Ne? Ich weiß nicht, aber im 17er war es halt ein bisschen stabiler, und das täuscht vielleicht, ne? Weil das im Prinzip mehr Spieler als 17er von sich. Ich habe öfter mal die Karte gewechselt, dann mitten drinne. Und jemals jetzt so, dass ich durchziehe bis zum Schluss. Ne? Also hatte ein Ziel. Ich habe den Platz so viel wie möglich. Nicht wegen der Million da oben, aber Mannschaft alles soweit gekauft haben, also die Felder soweit. Die lukrativen Felder natürlich, also die Felder, die jetzt nicht gut laufen wie die 28, lasse ich die Finger dran. Scheint zu laufen einigermaßen. Gehen wir näher auf Nein. Das Lager funktioniert, also das andere Lager denke ich mal wird nicht funktionieren. Kann man so gelesen. Warum das so ist, keine Ahnung. Wenn ich mir das Land kaufe, dann sollte auch die BGH funktionieren, ne? Oder das, das Lager. Oh, das geht auch gut. Da können ja sogar zwei Hänger ziehen zur Not. Wenn man das läuft. Er macht auch leer, das anscheinend. Das habe ich schon erlebt, dass die entsprechend voll durchfahren. Deswegen habe ich auf Hafer eingestellt. Sonst wäre das glaube ich gleich notwendig gewesen. Früher war es nicht notwendig. Hier ist jetzt der Anders voll. Aber der ist auch gleich voll. Versteht ihr? Der ist jetzt bei... auch voll. Ach, wisst ihr was? Die Frusterstellung ist ja aus. Was soll ich mir da jetzt groß... Oh, er wendet. Man kann ja so tun, als ob, ne? Und man muss ja nicht unbedingt reinfahren. Das war mir früher eigentlich egal. Also früher bin ich immer reingefahren. So eine Dinger wie Frucht als Mod habe ich nie genommen. Zerstörung war nicht jetzt. Weil einfach der Trag einfach zu klein ist. Anfangs fängt man an mit kleinen Feldern und wenn man da reinfährt, ist die Hälfte des Trages weg. Ist ja auch nicht schön, ne? Zumal es ja meiner Ansicht übertrieben wird, aber lässt sich wahrscheinlich auch nicht anders machen. So. Habe ich wieder so. Jetzt kann man ja mitfahren, geht ja, aber ansonsten ist es blöd. Weil im Grunde ist das sowieso egal, weil. So schnell komme ich gleich zurück. So, 9000. Bisschen haben wir noch. Das ist nur eine kurze Erinnerung.
So. Ganz hinten. Ganz weit weg. Ja, wenn ich im Maishäcker auch so arbeiten könnte, wäre das gut. Aber immer so ähnlich jedenfalls. Das Hauptproblem ist ja beim Mais ist ja das Problem, dass die zum einen den Häcksler über den Haufen fahren und zum anderen das Abkippen im Silo, das klappt nicht so. Dass die stecken bleiben irgendwann, ja gut, dann ist halt so. Ist nicht nett, nicht schön. Aber das Hauptproblem ist dabei, man sagt schon. Und die beim Abkippen einfach so rüberrasen. Also das ist irgendwie Mist. Und das ist dann entsprechend negativ. Also obwohl das eigentlich so nicht vorgesehen ist. Gibt ja kein Kursplay bei Giants als Original, als ist ja nur eine Ergänzung. Und ich könnte mir das vorstellen, wenn sie das richtig reinbringen müssten, dann müssten die verdammt viel arbeiten dafür. Programmiertechnisch meine ich jetzt. So, wo ist er an? Da ist er schon da. Ich bin nicht ganz so voll wie Blocking, das ist der 00. Ja, man müsste hier eigentlich einen Namen eingeben können, ne? 2 Blocking. 8 Dünger ist fertig. Ah, nehmen wir ja. Ja gut. Da müssen wir auch noch entsprechend entlassen, sonst kostet ja unser Geld. In Anführungszeichen. So, gut. Jetzt würde nicht gut. Dann können wir dann gleich weiterfahren. Richtung Feld Nummer 60. Und dann 12. Müssen wir mal schauen, wenn da die. Das ist glaube ich kein Hafer drauf. Oder ist da auch Hafer drauf? Ist hier auf 41 und 42. Ah ja, siehst du, da hätten wir auch noch nacharbeiten können. Na gut, okay, ist egal. Ne, Gerste. Und Sojabohnen. Gut, dann muss man das nicht machen. Sonst wäre ich da hingefahren. Die erste kann man theoretisch ja machen, aber da kann man ja einen Drescher nehmen, der schon da ist. Dann fahren wir den jetzt auf Feld Nummer 60 und den anderen auf Feld 12. Wenn der Abfahrer wird, dann nur entsprechend eine Frucht nehmen, Hafer. Sonst kommt er durcheinander. Na, das klappt dann ja nicht. Man könnte einen Anhänger nehmen, einen zweiten. Da könnte man hinten was anderes reinkippen. Aber das klappt garantiert nicht. Ja, Sojafeld kaufen, naja. Ja, Feld 13 ist ein toller Spaß. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Noch beinahe verquatscht. Dann sagen wir Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Und dann sehen Sie sich vielleicht zur nächsten Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss.